Es war mir ein Volksfest, euch in den letzten 5 Jahren beim Meerschwendelzüchten, Bierdeckeltauschen, Händelschnapsen, inbrünstig feiern etc. etc. durch die Linse bewundern zu können. Schwerlich lässt sich alles in der gebotenen Kürze wiedergeben. Einige Glanzlichter habe ich für die Jubiläumsrückschau herausgerupft. Es gab fast immer viel zu bestaunen bei euch. Heute gibt es einfach gar nichts. Es gibt einfach gar nichts. Diese Party ist die anderen einfach eben. Es gibt gar nichts. Es ist einfach gar nichts Besonderes. Und weil wir so besonders sind im Burgenland, da hätten uns gar nichts absondert. Ja. Meist gibt's aber doch einiges zu sehen, wenn ihr dem Beisammensein frönt. Und mir blieb nicht verborgen, dass ihr manchmal ein stimulierendes Gäschen nicht kategorisch ablehnt. Allerdings scheint meine Definition von nicht besoffen eine andere zu sein als die eure. Die Leute sind friedlich, muss ich sagen, keine Besoffenen, alle gut aufgelegt. Und was will man mehr? Ja, ich bin ganz begeistert. Weil für mich fasziniert es einfach, neben dem König zu sitzen und zu wirken und so weiter. Einfach toll, kann ich gar nicht sagen. König gibt's keinen mehr im Lande und auch keinen Führer. In manchen Hirnen spukt der aber immer noch herum. Und da sind wir gewesen, da bin ich in Hitler vorgestellt worden und ich hab's, darf ich das so machen in der Kamera? Und ich habe so gemacht und er hat so gemacht und hat gesagt, Heil Hitler, hat mir die Hand gegeben und begangen. Der Hitler war nicht schlecht, aber seine ganzen Kumpanen waren nicht schlecht. Waren schlechte Leute gewesen, weil sie ihn hintergangen haben, hinterm Vorn. So schaut das aus. Nebst gebräunten Ärschen traf ich auch besonders schöne Menschen, die mir den Unterschied zwischen schön und sehr schön mehr oder weniger begreiflich machen konnten. Topmodels sind meist international. Und die Topmodel, die sind in ihrem Land, sie machen nicht so große Kampagnen wie die Topmodel. Ein Topmodel ist weltweit gesehen, denn wenn man den hört, kennt den jeder. Und ein Model, das ist, ja, kann ein internationales Model sein, das wohl läuft, aber es, man ist jetzt nicht so, wenn ich sage, ja, die und die, dann kennt man sie nicht unbedingt nur als Model. Ist gut erklärt worden, ich schließe mich deiner Meinung vollkommen an, also ist voll okay. Sehr oft habt ihr in den letzten Jahren mit solch Verbalerotik den Weg in mein Herz gefunden. Und eure nackten Tatsachen haben sich unauslöschlich in mein Gedächtnis getackert. This is a staple gun. You see? Oh, the neck gun. I'm already here. Okay. This is a testicle sack. You see, these is my ball skin. Okay. Staple gun, ball skin, table. You just go. Kind of like that. That's kind of like what I do for a living. In großer Vorfreude auf die nächsten 5 Jahre mit euch und eurer Wortgewalt, eurer Originalität und Lust am Feiern schicke ich euch ein Bussi auf die Glatze. Sie haben so viele Küsse oben auf der Glatze. Warum denn das? Damen. Ähnliche wie Sie haben mich geküsst, ja? Ich bin keine Dame. Ja, aber Sie schauen so aus. Erdball angekommen. Ja. ORF, gute Nacht.